Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Yakuza Kiwami, zum 15. Teil unserer Let's Play-Serie. Es ist eine Weile her, dass wir es gespielt haben. Für euch ist es nur der Freitag gewesen, für mich war es schon über eine Woche. Deswegen schauen wir mal, wo wir jetzt hier wieder einsteigen im Spiel. Wir sind ja, glaube ich, schon im 8. Kapitel mittlerweile. Wenn ich mich nicht täusche, mal sehen. Machen ja, The Scheme. So, unsere nächste Aufgabe lautet: I can't afford to get mixed up with the police right now. Better keep a low profile. Wir sollen uns also bedeckt halten. Wir haben 220 Erfahrungspunkte zu verteilen. Das machen wir mal kurz vor dem nächsten Kampf dann. Und schauen mal, wo wir jetzt eigentlich hin müssen. Ist noch ein bisschen betüdelt. Oder? Haben wir jetzt keinen Mission Marker hier. Sollen wohl einfach nur ein bisschen rumschauen. Diese blauen Symbole sind meistens Story-Symbole, deswegen gehen wir vielleicht hier einfach mal hin. Das ist eh gleich um die Ecke. Hier war doch was. Okay, das war nicht. Oh, was ist mit ihm? Something happened near West Park, but I haven't seen anything about it reported on the news yet. I wonder what happened. Das ist ja mal ein gutes Zeichen, wenn wir da Leute sehen, die wir ansprechen können. Das ist mal ein gutes Zeichen, dass wir auf der richtigen Spur sind. Jetzt haben wir hier ein paar Schläger hinter uns her, wie ihr auf der Minimap seht. Dafür ist die Minimap dann schon richtig gut, dass man sieht, wie eng einem die Gauner auf den Fersen sind. Oh, Palm Reader, wieder eine Substory. Eine von den 70. Oh, excuse me. Sir, you there? Are you talking to me? Hey. Yes, yes, I am. What do you want? Not to intrude, but I'm a practitioner of palmistry, and the aura of your hands compels me. May I see them? I've been burned one too many times by this kind of thing. I'm not interested. Das war's. Oh, no, no, sir, please, it will only take a moment. You're really starting to pester me. I won't even ask for money, this is purely to satisfy my burning curiosity. Please, show me your hand. Fine, if it means so much to you. Thank you so much, now let us see where the lines lead. And you have a stubborn streak. But it's also kind of burning determination on its own way. Could this be? Daddy. What? There's a sign of struggle. Etch along those lines. This isn't looking good. Does a recent hardship bring any bells? Had my fair share of hardships. But hasn't everyone? That's pretty vague. Too vague, you say? You must go deeper. May I see your palm once more, sir? I must see it through. Sure. Was hat er vor? Your life is blooming before me. Have you recently met or reunited with someone close to you? With a special person? Is that Nishiki? Are you? I think that was more descriptive, right? You could see all that in my hand. I mean, some recent events like those do come to mind. Not everything was perfect, but you got pretty close. Naturally, sir, based on what I've read in your palm, I have some news that will literally change your fate. Sounds pretty dramatic. Indeed. If you have a few minutes, I can change your life. Ach komm, diesen Bullshit mach ich mit dir. Something that can change my life, let's hear it then. Wise choice, sir. Someday you'll look back on today and wonder how you ever lived before it. Right this way, please. Und wir warten jetzt die Schläge auf uns, um uns auszunehmen. Nee? My name is Nakaya, from the Society of Saints. Oh Gott, das ist ja wie Scientology hier. Muss jetzt nicht unbedingt sein. And this is our society's dean, Iwata-san.
It's an armor sword. I'm Kiyu. Hey. You know, Iwata-san has led an incredible life. He sequestered himself in the mountains of Basque, meditated with the local monks, and has returned to Japan to share the mystical powers he acquired there. He's a demigod. Das erinnert mich so ein bisschen an einen Film, den ich letztens gesehen habe, der irgendwie in den 80ern spielt, wo dann auch zwei Mädels angequatscht werden für Scientology. Das hat aber ein ganz anderes Thema gehabt als dieses hier. Es hat nämlich eher den NSU-Prozess zum Thema gehabt. Ist aber ein empfehlenswerter Film. Weiß jetzt nicht den genauen Titel, gibt's aber auf Netflix. Von der ARD, glaube ich, produziert. Das sind Dreiteiler. No, no, no. You flatter me. I'm only a modern man of some enlightenment. The monks called me Madari Baketsu. Madam, what? It means peaceful peer. No need to remember it. I see. Kiryu-san, I apologize that this is out of the blue, but do you believe in fate? Fate? Yes, the belief that events are set in stone. Certain things are preordained to happen at certain times. Nope. For always believed you forged your own path in life. Maybe when I was younger I fell into that trap once or twice, but I've matured since then. Perhaps you should have trusted yourself then, because in truth every chance encounter, every threat of fate on earth and within the universe is controlled by one god. Was ist für eine Musik, Alter? You don't say. You don't seem fully convinced, so let's assume for the sake of argument that it's true. With that in mind, what if we told you that a person's fate could be changed? If I said that we have the power to alter the future, would you be interested? I'd say you're crazy, but I hear you out, I guess. Of course. No mind alive could resist that kind of power. So just between us, if you had the power we possess, you too could weave the strands of fate to suit your will. Yes, the Society of Saints is the warden of mystical art. To view the world differently, to see life itself through rose-colored glasses. Rose-colored? Yes, by donning a talisman imbued with a piece of an ancient ore known as the Life Stone. The cosmos themselves will surround you with happiness. Top-level athletes, famous politicians, and even award-winning movie stars all owe their success to this wondrous artifact. Well, that sounds pretty incredible. It was none other than Iwata-san himself who discovered it. You did? Indeed. I guarantee the Life Stone's positive energy is real. You claim this would bring happiness and a rose-colored view on life, but I think that's all pretty bush-wake. Very well then. If happiness is the question, did you hear the news that Momoko-san, the celebrity pop idol, just got engaged to a normal everyday citizen? What are the chances of a celebrity falling in love with some everyday salaryman from the city? How could he have manipulated the threats of fate to see his dream realized? Could it be thanks to the stone? Hi. Yes, you're exactly right. The stone brought them together. It's kind of amazing, isn't it? For my next example, how about someone who is more familiar to both of us? I'm referring to me, of course. I used to be a down-on-my-luck cleaning solution salesman. But after gaining the Lifestone's power, well, look at me. I earned 10 million yen in just 1 month. When was the last time normal people could earn that? Yes, that's why even a pebble of the Lifestone can bring about great change. Whatever you wish for will be yours, so have I made you a believer out of you? Maybe? Then Kiryu-san, we'd like to offer you the opportunity to buy this talisman. What's normally 500,000 yen, we take down to 99,000 yen. And you'll never find another investment as lucrative as this. What? You can't put a price on happiness, but we just did. The first step to a fulfilling life is in your wallet now, and no amount of money would be too great, right? To obtain success in life, love, and laughter, you must take a leap of faith. And who knows, it could pay itself off before you even know it. This is a huge discount I'm offering, only to you, because of your incredible aura. Again, this could change your life. So how about it? Oh, how embarrassing. It seems you don't have enough on you. If you'd like to take...
If you'd like to hit an ATM, sir, we wait. No, do hurry. Ja, wir haben leider die Kohle nicht. 99.000. Hat er mich ein bisschen überrascht. Gut, wir sollen hier ins Café Arbs bekommen, wenn wir das haben. Wir haben 1.000 Yen. Ja, fuck this shit. Ah, was passiert? Also, ich würde jetzt gerne die Main Story weitermachen, nicht die 100.000 Sub-Stories, die jetzt das Spiel hier wohl will, dass ich die mache. Bitte nicht wieder eine Sub-Story. So, there was an explosion somewhere in town. That explains the fire trucks rushing through. Vielleicht sollen wir doch zurück zu West Park. Oder zu Bars Arena. Wäre natürlich auch nicht bad, das oder was? Check, check. The traffic cone is huge. Why would it be in the middle of the street like that? Nein, nicht wieder eine Sub-Story. What the? Da ist ein Typ darunter, oder? Majima! Surprise! Majima-san! Hey, Kiri-chan! What are you doing here? Ain't it obvious? I was hiding. Just waited for the day when you would finally lift the cone and expose me. Yeah, when your surprise attack failed. As far as hiding spots go, this is hardly your best one. You got it all wrong. This was perfect. What? You rolled up on me knowing I'd assault you. In other words, this fight is totally consensual. So that's the logic. I guess I walked right into your trap then. I stood still in that damn cone for so long. I got all stiff and cold. You better warm me up good, Kiri-chan. I guess it is what it is. I beat you so hard you wish you stayed in there. Auch ein bisschen Trash-Talk von Kiyu ist ein bisschen rar. Nochmal machen wir es irgendwie anders. Okay, go! Dragon Style. Oh, ich kann einen riesigen Cone nehmen! Das ist ja geil! Giant Traffic Cone! Ich muss aber den Stil wechseln. Oh, bitte geh nicht kaputt. Scheiße, ich wollte... Ah, der liegt noch. Lebt noch. Ich will doch einen Heat-Move damit machen. Jetzt! Yes! Giant cone on your face. Oh. Was ist halt so? Das ist ja nicht anders. Und tschüss mit dir. Schuss mit dir an. Warum hat schon mal zum 500.000 Mal besiegt? I win. Hey, you're getting stronger, one step at a time. Won't you too much longer before you just like your old self? You're not going all out just yet either, are you? What fun would be beating you up to a poppy? I like to take it slow when I'm having a good time. Got some other hiding spots up my sleeve. You're wrong if you think it is over. So wrong. You're really going to keep doing this? Oh crap. That crap. That's what happens when you stand in one place so long. You should have warned me sooner, Kiri-chan. I'm gonna walk this off. See you later. Guess I have to be more careful. I have to be careful of more than just giant traffic cones when I'm in the city. I, okay. Geht wahrscheinlich auf S hoch. Oh, wir haben einen Motion Sensor freigeschaltet für irgendwas. Also wir haben den Card Watcher. Locker Key Watcher. Ich sehe kein... Oh, was ist das? These gloves are set to increase your heat by draining your opponents when you attack. Oh, hat auch gute Defense, Blade und Firearm Werte. Auf jeden Fall equippen. Aber was ich da freigeschaltet habe, weiß ich jetzt nicht so genau. Gut, also zu West Park. Wir hoffen mal, dass wir nicht manchmal jetzt nochmal hier entgegenlaufen. Aber der ist meistens hier links unterwegs. Da drüben. Das
so ein Schläger hier, oder? Businessman-Schläger, man kann es schlecht einschätzen in Kyoto. Ich meine in Tokio. Ja, ich hoffe, ich gehe hier mal richtig, aber es gibt ja nicht so viele Orte, wo wir jetzt hingehen könnten. Aber er kann jetzt schon deutlich länger sprinten, das haben wir freigeschaltet mit den Completion Points. Yes, da geht's weiter mit der Main Story. Nanda, Nani ga atta? Ja, nanka bakuhatsu jiko doko de. Oi, Hunter! やつらまさかここまで派手にやってくれるとは。何があったんだ？はるかはどうした？ほんの1時間くらい前だ。はるか。 何してるんだ？私やっぱりここにいちゃいけない気がする。え？私桐生のおじさんのこと好きだけど、私がここにいるとおじさんに迷惑がかかっちゃう。何度も危ない目に遭っちゃう。はるか。だから私はいなくなった方がいいの。 お母さんももういないし、本当はもっとおじさんたちと一緒にいたかったけど。はるか！ すまねえ、キリュウ。奴らギャングの連中だ。ハルカをさらっていきやがった。ギャング？この町の愚連隊だ。ヤクザのヤバい仕事なんかを引き受けてる。赤、白、青の三つに分かれてるんだが、まとめて襲ってきやがった。ハルカさらったのは何色なんだ？瓦のシステムがダウンしちまってる。わからねえんだ。なら、しらみつぶしにするしかねえな。 俺は署で情報を集めてくる。遥かの居場所が分かるかもしれん。分かった。 Gibt's ja nicht. Einmal lässt mir die Haruka hier mit dem versoffenen Detective allein. Und dann passiert das. War ja klar. Nee, mit euch muss ich gar nicht mehr reden, ey. Jetzt seid ihr. Könnt ihr gar nichts. Vor allem ist dann dieses ganze tolle Purgatory System von dem Floristen hier ist dann einfach down. Hier gehen irgendwie zwei Explosionen hoch und alles, was er sich mühsam hier aufgebaut hat mit tausenden von Kameras und so, ist plötzlich alles down. Muss man jetzt nicht ganz verstehen. Wir werden sie finden. Auch ohne eure Hilfe. Blue Gang. Was redest du von der Blue Gang? Okay, son. I spotted some suspicious gang members wearing blue jerseys. They took off to the west. They said, let's meet up at the park. I'm guessing that means the children's park. You should hurry. Okay, let's go. Here's the west park entrance. Oh, to find the suited man. Suited man? Nein, ich will keine Substory machen. Muss Haruka finden. That must be him. Yeah, whatever. Ich weiß schon, wo ich hin muss. Children's Park ist hier drin.
Das ist schwer. Ja, keine Zeit, was? Zieh dir das. Hier unten ist Majima. Er hat ihn gerade gehört, wie er geschrien hat, obwohl hier Häuser dazwischen sind. Ja, müssen wir jetzt nicht gegen ihn kämpfen. Oh, verpiss dich doch mal. Kannst du mich hier hoch? Eigentlich muss ich das nicht. Aber dann sind wir manchmal ausgewichen. Blood Eye in Red, the Blue Sea in Blue, and you can't forget about the White Edge in White. And one day I'm going to start a girls gang in Yellow. Oh, you fucked up. Was ist mit diesem Majima los? Wir hören ihn immer schreien. Wo muss ich hin? Was für Fische? Haben wir noch Health Items? Ja. Mehr ist genug. Wie? Ich kann ja auch speichern. Kann man etwa frei speichern? Ich habe das bis jetzt nicht rausgefunden. Das müssen wir gleich mal austesten. Das würde ich jetzt echt gerne mal austesten. Ne? Es hätte viele Momente erübrigt, wenn es hier so einfach geht. Ich werde das jetzt kurz mal testen. Das hört mich jetzt. Ach komm, wieder eine Substory. Lass es doch mal, ey. Boah. Oh, wow, wow. Hey, buddy. Watch where you're walking. Oh, you guys can. Ach, schon wieder, ey. This time he broke my lower back. Totally shattered. Oi, how dare you? The hell did you do with my friends in back? Hurry up and hand over some dough to make up for this. Shut all you want. I'm too busy for this. Later, where do you think you're going? Well, no. Now you're gonna cripple a man and stroll along like it's not your problem. Go for 30,000 yen and we can forgive you this time. We were caught off guard last time. You're gonna pay up this time or else you'll regret it, alright? Yeah, fuck you. I wouldn't give you guys my pocket change. Scam someone else. Sounds like you really wanna die, man. Peace is over. You're dead this time. As we've seen. I'm a rush. Oh ne, lassen wir mal den Stil. Nehmen wir das Fight hier. Zack. Oh, tschüss. Fun. Catch. Nice jab. Oh ja. Wir haben hier eine große Auswahl. Kann sogar mal eins werfen. Das war geworfen, okay. Da, jetzt wirft das erst. Hier nimmt dein Scheiß bei. Something wrong? Is that all you got? Well, I mean, I make peace, not war, you know, no fighting. Yes, what is a tootling green? Huh? My back. It seems it's cured. I feel so limber. What the fuck? Da müssen wir da irgendeine Musik mal drunter legen. Ich hab da schon so eine Idee. Oh, awesome, man! Must have been a miracle hit that fixed ya. Okay, well, shall we just take our leave that? Hopefully, was Idiots have learned their lesson by now. Bestimmt nicht. Alle guten Dinge sind es drei und da kommen die nochmal. 10.000, Alter! Verdammt. Probieren wir mal das Speichersystem aus. Also. Gerade haben wir gespeichert. Das war, glaube ich, hier. Wir haben jetzt 3 Minuten gekämpft. Dann speichern wir das mal. Ich kann es nur immer wieder wiederholen. Bitte, Sega, baut bitte die Kapiteltitel ein in die Speicherstände, damit man weiß, wo man zu dem Augenblick war. Weil es ist so ein großes Spiel und es gibt wirklich geile Momente und man will die vielleicht speichern und dann da wieder fortsetzen, um jemandem mal was zu zeigen oder genau für Reviewer ist es eigentlich sehr gut da, wenn man mal was zeigen will, einfach die Kapiteltitel ins Speichersystem reinnehmen. Danke. So,
Gehen wir zurück ins Hauptmenü. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Nee, es geht darum, wir probieren es mal aus, ob das Speichersystem auch so funktioniert, dass wir unterwegs speichern können, ohne die Telefonzelle. Sehen wir zum ersten Mal auch das Sega-Logo, glaube ich, im Playthrough. So, und wir nehmen jetzt nicht den letzten Speicherstand, 1753, nein, wir nehmen 1749. So. Und wenn wir jetzt unterwegs sind, dann können wir jederzeit speichern, brauchen gar keine Telefonzellen. Ja, tatsächlich. Hier habe ich gespeichert. Ha! Funktioniert. Das ist ja krass. Okay, wir brauchen also nicht mehr die Telefonzellen, wir können frei speichern. Wahrscheinlich ging das auch schon in Yakuza Zero. Ich hoffe, ihr seht mir das nach, dass ich das nicht entdeckt habe. Schon ein bisschen blöd, weil teilweise habe ich ja dann echt irgendwie dann noch nach einem Speicherpunkt gesucht, auch teilweise mit wenig HP. Das kann man sich dann so sparen. So, ab in Children's Park. 30 Kilometer sind wir schon durch Kamurocho gelaufen. Kein Bock zu kämpfen. Haben die gleich wieder aufgegeben, oder? So, hier geht's weiter mit der Main Story. なんかよかよ。青のギャングだな。だったらなんだよ。遥はどこだ？え？お前らが才の代わりから連れ去った女の子だ。頭おかしいんじゃねえか？知らねえよ、そんなガキのことは。俺らはホームレスを殴りに行っただけだからよ。やっちまおうぜ、こいつ。 Diesen entwaffnen Stil. Wollen wir das mal benutzen? Ich weiß, wir haben sehr, sehr viele Erfahrungspunkte. Wir werden die noch einsetzen. Ich habe aber gar keinen Bock hier auf den, auf die ganzen Skilltrees. Irgendwo haben wir entwaffnen. Oh Gott, das werde ich nie finden. Ey. Irgendwo hier was. Oder hier rechts was. Hier. Das geht nur im blauen Modus. Und wenn er eine einhändige Klingenwaffe hat. Alles klar. Okay. Diese Einschränkungen. Aber keiner hat eine Klingenwaffe. Also wird es nicht klappen. Oder? Nee. Schade. Können wir nicht entwaffnen. Aber wir können das hier machen. Wo ist das entwaffnen? Boah, das war ziemlich epic. Aoda. Das ist der Aoda? Nein, das ist der hier. Der ist free. Mein Gott, der mit seinem Taser, ey. Nice. Oh. Geil. Das ist doch fett. Gerne mehr davon. Ah. Ein schöner Nutbreaker noch mit. Omaer. Hontoni Haruka o shiraneno ka?
い。俺らはチームでも下っ端ですから。でも白の連中なら何か知ってるかもしれません。白いギャングか。そうです。奴らならその辺にたむろってますから。本当すいませんでした。Ja, ja, die White Gang. Jetzt werden wir von einer Gang zur anderen gelotst. Schweinebacken. Kanben shite kure. Ore ra wa asobi no tsumori de itta dake nanda. White Edge no yatsura ni kiite kure. Wo finde ich diese Typen? Wäre ich jetzt Batman, könnte ich den Typen ausquetschen, aber nee, ich bin ja Kiwi. Oh shit, manchmal. Oh nein. Oh nein. Ha. kannst du nicht hier reinkommen? Oder traust du dich nicht in den Children's Park? Hat wahrscheinlich hier Verbot. Aus dubiosen Gründen. Check. Check what? Watch oder check? Ach, talk. Check. I think the voice was coming from the stall. Should I say something? Crisis on the Crabber. Hatten wir nicht auch so eine komische Klo-Quest in Yakuza Zero? Oh man, das lässt es nicht los. Damals war es noch in Sotenbori. Jetzt ist der Crazy Crabber hier. Maybe it's an emergency. I should ask if he's okay. Boy. Hey, you okay in there? Oh. I'm so glad you're here. Please help me. Please help me, Obi-Wan. You're my only hope. What's wrong? Did you run out of toilet paper? Well, it's rather embarrassing to say, but yes, that's precisely the problem. You sure there aren't any spare rolls in the stall? Believe me, I've looked. Looks like the stall next to it is empty too. Oh no, then I'm doomed. Sir, you don't have anything I could use, do you? Like a pocket tissue? Yes, that would be perfect. May I have some? I guess I could find some tissues. They hand them out all over the place. Genau, ey, weil ich jetzt für dich hier die Dinge einsammle. Da kannst du mal knicken. Ich muss Haruka retten, ey. Was ist so? White Gang. Wo finde ich die White Gang? I took Haruka, I'll find her. If I have to crush every gang in town, I'll find her. Okay, wir müssen Leute finden, die uns erzählen, wo die White Edge Gang ist. Hier ist ein Weg. Hunter. Wieder eine Substrate. Ey, das ist so krass, wie viele. Ja, und die kommen alle erst jetzt im Late Game. You think you can fuck with the Yakuza and get away with it? Shut the hell up. It's the gang Takashi was running with. Where's Takashi? It looks like they're in an argument with some Yakuza. Ist es nicht der Sohn von dem Floristen, von dem Informanten da? Boy. Ja. Nee, Schmann. Ja, ich blick nicht mehr durch. Das ist doch der Typ, der wo den Sohn vom Floristen zusammenschlagen wollte, glaube ich. Hey, what's going on? You're the guy from before. Step off, this ain't shit. Oh, your boyfriend here to rescue you. Hello, this fool's got jack shit to do with us. Yo bro, this ain't looking so good though. Shut your mouth. You can take these chumps. Ach, erster Sohn von dem dicken Floristen. Und der linke ist der B-King Leader. Burger King Leader. Hey, looks like you've got some guts, I'll give you that, but it's better if you just leave the money here. Fuck that. We started this fight, but we're not afraid to end it. You have to kill us before you get a single damn yet. You think? Then that's just what we'll do. Take your best shot. You're sorry, Yakuza shit. Then something bad is about to go down if I don't step in. Walk away. Alle zusammenschlagen. Immer die Lösung von Kiryus Problem. Und für die Lösung der Probleme von Anna. Yeah.
Später. Sakakushi, bye. Er kann ihn ja nicht leben. Ich hab alle Zeit der Welt mit dem Typen, ey. Koga, du hast es echt nicht drauf. Pizzeria, Giacomo. Oh. Die haben schöne Pflanzen. Schöne Pflanzen hier. Wo ist denn die genau? Zack, 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 zack. Voll der Overkill. Put a plant in your face. Damn it. You better watch your backs from now on. Ja, macht Sinn, ja. Boy. Hey, are you alright? Forget it. We didn't ask for your help. Just tell me what happened. So Yakuza picked a fight with one of the boys, trying to shake him down for all his cash. We were just getting some payback. Then that Yakuza asked for called in his backup, and you know the rest. Well, I never thought I'd say this, but I appreciate the help. Here's some shit they dropped when they ran away. We don't need it, so it's yours, Holmes. The Umbrella Amulet. Buy 10 different gear items, complete. Steer clear of the Yakuza from now on. They're bad news. Super Saiyan and I kill you. I guess that backfired. The gang's getting to be a real pain in my ass. Heißt nicht eigentlich Pain in the Ass? Das klingt jetzt irgendwie falsch. 50.000 Experience Points von der Substory, Alter. Für einen Kampf. Es ist so krass, was wir teilweise haben. Auch von den Unterschieden. Vorhin irgendwie 1.000, jetzt 50.000. Genau im gleichen Kampf. Oh ne, Leute. Für euch kriege ich keine XP. Das ist nicht cool. Wieder eine Substory. Ja, was ist denn jetzt? What's wrong? This man just grabbed my ass. Yeah, let's just go to the police. Nanny. What? Hey, hold on a second. I didn't touch you. Ach so, die haben mich? Alter. Dann nehme ich das zurück und nehme hier zur Polizei. This man's a sicko and a pervert. Shady lady. Him. He's the one. Someone stop him. Anyone, help me. Geh doch einfach weiter, kill you, Alter. Und bleib nicht einfach stehen bei ihr. Hey, you son of a bitch. Ja, die sind noch in Cahoots. Ist doch alles schon klar jetzt. How dare you lay a hand on a lady? This is absurd. I didn't touch her. Excuse me? That's not what I want to hear after... After you cop a feel, Captain Grabbers. Hey, I just told you, I didn't touch her. You wanna dig yourself even deeper? Well, I don't mind letting the police sort this out. But if you hand over 10,000 yen, we'll just forget this little incident ever happened. Capiche? Fuck off. Sorry, but I'm not paying. What was that? Am I hearing you right? I bet you to run a racket of accusing honest guys of molestation to make them pay out. Is that about right? What a joke. I can't believe the nerve of this guy. I wouldn't touch her ass if she backed me. Sehr gut, Key. You bastard. Sounds like you have a death wish. You're gonna feel like you died 3 times, dumbass. Ich glaube, mit deinen Gehirnzellen sind auch schon 3 mal gestorben. Cave is facing. Your window to apologize just closed, Grandpa. Ich glaube, Grandpa wird ihn bei mir jetzt bei mir. Come and get me, idiot. Oh Gott, so wenig Health auch noch. Jetzt ist er gleich down. Und jetzt 50.000 XP nochmal, komm mal. Aber es ist bestimmt eine mehrteilige Quest. He's so strong. What's the matter? Are you done already? Grandpa hit you too hard. Oh, I'm sorry. I hope this will cover the forgiveness fee. Ja, 20.000 ist auch nicht schlecht. Für 4 Schläge. Out of here! Hey, wait! Looks like your muscle just ran away. No biggie.
I don't need a pansy like him anyway. Besides, oh. You're a strong guy. With you by my side, we could take in a triple the catch, right? Entrapment, scandals, accusations. The sky's the limit. Do you even hear yourself, lady? Don't you see how unstoppable we'd be? You can't tell me you aren't at least tempted. What do you say, big guy? Here, I was thinking the funniest part of this joke was behind me. Turns out it's your face right now. Like, you had a richtig geiles Spruch in issue. The nerve! You think I'd make an offer like that to just anyone? So be it. There are plenty of fish in the sea. There are? But if you're going fishing, that means you haven't learned your lesson yet. What? I was just kidding. I put this kind of stuff in the past, I swear. That's better. Next time this kind of thing even crosses your mind, you better remember how this ended. I understand. Won't end of sub-story? I managed to resolve that quietly, but if she'd drawn a crowd, things would have really gone south. People who come up with stunts like that make the world a harder place to live for honest guys. I guess I better watch my step a little better. Aber wir haben vorhin ja gelernt, die anderen Betrüger sind auch wieder gekommen mit einer neuen Substory, aber wir können schon mal was kommen. 1000 Experience Points. Gut, wir wollen aber die White Gang finden. Keine Ahnung, wo die sein sollen. Bin wahrscheinlich schon zu weit weg. Laufen wir wieder Richtung Westpark. Jetzt können wir hier mal wieder ein paar Locker Keys abliefern. Oh, gibt's nochmal eine Substory? Gibt hier überall eine? Hey, hold up. A locker key you have. You know who gave you that. You bumped into our little friend, right? Nanny. Oh yeah, I did. That was the guy who said his Yakuza family was chasing him down for trying to leave. Dead you. The item in that locker belongs to our family, so just hand it over the key and get out of here. Sorry, but you're in no position to be making claims on my property. Your property? You must be dumber than you look. And when you're done, you're gonna look even dumber. Yeah. Maybe that's what the Gusse better as his targets than you get off. Akamatsu. That's the name of it. Und da unten so. Also. Viel von denen. Kann ja alles schmeißen, ey. Including you. But not limited to you. Geil. Nochmal schön drauf. Ich würde aufstehen lassen. Oh, das ist schon lustig, ey. Oh, I feel I got a hit by a truck. I don't know what your problem is, but this locker key was a gift, so get out of my face. You don't know what you're unleashing, man. When you're carrying around what you find in there, you better watch your back. Oh, ich bin gespannt, was wir jetzt bekommen. What the hell could be so important to them in there? Show me. A charismatic photo. Is this just a photo of the patriarch? If I try to use this, it's going to make me look like an idiot. Doesn't seem like it was worth fighting a bunch of Yakuza over, was it? Der ganze 30.000 Experience, so hat sich gelohnt. Oh, wir haben 337. Okay. Oh, hier gibt's zu viel. Wir haben echt schon fast alle eingesammelt. Blackjack. Yes. Repair Kit, da können wir die Waffen reparieren, geil. Arena Maximum, kann man auch mal brauchen.
Bloody Binding. Oh, das ist schön. Gleich haben wir die 20 auch. Okay, gehen wir wieder den Completion Point. Black Jewel. Keine Ahnung, was ist das? Black Check Amulet. Bekommen wir bessere Karten im Blackjack. Ja, wir brauchen die Mumie schon. Scotch Whiskey. Dinosaur Fossil, what? Was man hier alles findet. This prehistoric fossil is one of many artifacts hidden around the world. You'd normally only see one in a museum, so it would fetch a nice price. Können wir mal verkaufen, also Geld können wir irgendwo brauchen. Ja, wir haben wieder so einige Sachen, die wir mal verkaufen können. Jetzt müssen wir gucken können, was sie wert sind. Jetzt haben wir eine CP bekommen. Eine Clay Figure. Normally belongs in a museum, but you could sell it for a profit. Ja, hier gibt es aber, glaube ich, kein Museum. Das wird immer vorgeschlagen, aber ich glaube, es ist wirklich das wieder ums Verkaufen. Deswegen behalten wir es mal bei uns. Und geben das zu Rina. Was Großes? Medieval Painting. Kann man auch verkaufen, oder? It's like you could make a lot of money from selling it. Oh, wir bekommen jetzt viel Geld. Da könnt ihr euch schon was drauf einstellen. Ich gebe das dann mal weg. Ich hole ich mir den später wieder. Ist ja alles in der Itembox dann. All Ones Charm. A charm with an aura using it increases your chance of getting an ace out in a silo. Also wieder so ein Kartenspiel. Bonus. Cool Striker. Oh. Geil, das war ein neues Auto für das Pocket Circuit. Einfach so. Lucky Hanafuda Card. Hm? When pulling from the draw pile, it allows for the cards on the table to be turned over as much as possible. Ich glaube, das war das eine Kartenspiel, wo wir betrogen wurden. Aber man wird hier eh ständig betrogen. So. Jetzt wollen wir mal die Sachen verkaufen. Am besten am Popo oder. Vielleicht treffen wir zufällig die Gang. Die weiße Gang. Sieht aber nicht danach aus. Wo müssen wir denn hier? Weißt du, wo die weiße Gang ist? Whoa. I just came up with a new menu item. Burgatory. A patty grilled in Hell's Kitchen between two heavenly buns. I've been watching the smoke choking up some hot food puns. I know it's in bad taste, but if you can't take the heat... Okay. Ein Bürger, der sich an Purgatory orientiert und qualmt, genau wie Purgatory, weil dann eine Bombe explodiert ist und ein Kind entführt wurde. Ein bisschen Fall von Too Soon vielleicht. Ja, aber, außerdem können wir hier gar nichts verkaufen, das ist ja nur ein Supermarkt. Wo können wir denn was verkaufen? Da gab's doch irgendwo was. Hier, der Pawnshop. And buy the used goods. Ja, manchmal. Was? Wo? Ach, da wartet er. Oh Mann, hier ist nicht besonders hoch. Ja, da wird schon. Mach schon weiter. Wir haben noch die Hälfte seiner Energie. Ich schaffe sogar ein Perfekt, mal schauen. Perfekt.
Kann ich jetzt meinen Spectrum Move machen? Okay. Normal geht es ja, wenn das hier auch bleibt. Ach, ich finde schon, Goro manchmal wird ein bisschen hier verschwendet, verheizt einfach. Das ist schade. Natürlich möchte ich mehr immer von ihm sehen, aber Zero hat da eben so eine gute Rolle gehabt. Hier wird er einfach total verheizt. Musik ist richtig geil. Kampf ist sehr anspruchslos, ehrlich gesagt. Die Bosskämpfe, die normalen, sind schon richtig anspruchsvoll, aber hier... Als wäre sie wieder auf, das künstlich zu verlängern. Hilft aber eh nicht so viel. Okay, das war ganz geil, die Kombo. Jetzt ist er eh da. Ja, das ist geil, noch schön. Naja. Saying so damn karma even after a surprise attack. That's the key Chalano. Thought you were going to be watching me. Don't even have a good reason for attacking me out of nowhere like that. What you're whining about? I had to see for myself what you could do when you weren't expecting shit to suddenly hit the fan. That makes no sense. You're saying I can't let my guard down ever? Exactly. So what should be my next surprise? Kyu-chan. Können wir dir doch nicht sagen. Weißt du doch nicht. Oh Gott, wie das dann so machen. Jetzt hier machen wir ihn auch bald erwischt. Okay, wir wollen zum Pawnshop. Oh. Die uns mal so verarscht haben mit dem... Mit dem Ring, den wir kaufen wollten für Yumi. Ja, ob wir Yumi jemals wiedersehen werden. Diese ganzen Substories. Welcome, can I help you? Let's see if you can help us. Alright, what do you want to sell? Alter, 140.000! Wir verkaufen das jetzt alles hier. Oh, nicht schlecht, ey. 540.000. Oh, hier Goldblade. Aber das können wir vielleicht noch für Crafting gebrauchen. Das lasse ich mal noch weg. Ob es fehlt. Oh, das können wir mal verkaufen. Silver Coin. Ja, kaufen wir alles. Brauchen die Kohle. 770.000 Yen. Einfach bar auf die Kralle. Jetzt können wir eigentlich auch für 99.000 da diese Quest machen. Aber das können wir auch nochmal machen. Die Substrates laufen uns nicht davon, da haben wir echt zu viele. 19 haben wir geschafft von 78. So. Jetzt die Main Story am besten weiter mit der White Gang. Schauen wir, wo die finden. Bestimmt schickt uns dann die White Gang zur Red Gang und da endet dann alles. Das ist halt ein bisschen vorhersehbar gerade, das gefällt mir nicht ganz so gut. So typisch Videospiel. Ja, jetzt kommt Rina wieder. I'm working right now. If you have some time, please come by the club. Nee, jetzt habe ich ein bisschen Kohle, jetzt schreibt sie mir gleich, sie überwacht doch hier mein Wallet. Wahrscheinlich habe ich ein E-Wallet, Bitcoin. Wie sieht das alles? Macht natürlich keinen Sinn, weil man sieht das ja nicht, weil man hier nur sein eigenes Bitcoin-Wallet hat. Aber wo ist die White Gang? Purgatory Explorer? The place was lawless. Even by Yakuza standards, I knew something like this would happen one day. Was ist da im linken Ohr? Lass den Typen in Ruhe. Er hat mich die ganze Zeit zugelabert, das nervt mich jetzt. Krieg das halt ab. White Edge, was sind die doch? Scheiß Typen.
den Karuka raus. Mal der eine, dann der andere. Ishida. So, was ist jetzt dran? Ishida. Ist dann. Ha! Eine Kombo hier gemacht mit dem White Sharp. Das ist auch so, dieses Juggling funktioniert hier auch so gut. Ja, okay, haben wir auch. Aber ich glaube nicht, dass das was mit der Main Story zu tun hat, wenn sie White Edge sind. Jetzt müssen wir in ein richtiges Gebiet holen. I'm sorry, Lemus. Lashon. You showed those thugs. Thank you. It is much, but please take this. Lecture. Aber es ist White Edge. Die suchen wir doch. Wo sind die? Wo sind die Drahtzieher? Brauchen echt Batman zum Verhören. Kommt mir nichts raus aus dem Laden. Ich kam noch von da hinten. Ich muss jetzt wieder zurück. Arno? Did you hear about the fire and budgetary? It must be tough. Always be prepared. Insurance for my company. Oh, ich will doch White Edge finden, Alter. Weißt du, wo White Edge ist? Ich kann hier leider nicht raus aus der Stadt. Ich bin gefangen in dieser Stadt. Und dann sagt man, dass Romajima in Yakuza Zero gefangen war in Sotenburo, dabei ist es Kiryu schon immer in Kamurocho, weil er ja nie rauskommt. Wegen der unsichtbaren Wänden. Das wäre eine gute Gelegenheit für einen Einspieler in Game 2. Also Leute, machen wir was draus. The gangs in this town are divided into three major teams. The Bloody Eye in red, the Blue Sea in blue, and of course the White Edge in red. And by the way, my boyfriend is in Blue Sea. Who the fuck cares? Ich will nur die White Edge finden. Nein. Wieder. Ach, der Bastard. Wow, Bastard? You bastard! Good Ambassador! Watch where you're going! That hurts. Oh god, this is the end for me? Hey, are you okay? You guys are noisier than usual today. Is it noch mehr irgendwie? Man, it's no use. These people are totally delighted. Hey man, you! What are you gonna do about this dilated pupils? Huh? Fork over 1,000,000 yen right now, asshole. You know what happens to you if you don't pay up, right? Er lacht nur. I know you're a tough guy, but you don't really think you can take this many guys, do you? Oh my man, what now? Yeah, fuck off for the last time. There's no way I can pay that. Ja, stimmt, haben wir nicht mal. Come on man, you really wanna die, eh? Sounds like you don't gotta hold back then. You're dead! Sind etwa noch mehr Fahrräder geparkt als letztes Mal? Das ist ja ganz schön. Ja. So geht das. Fuck the shit. Oh, zack, zack. Zack, zack, ab. Und du kriegst nochmal voll ab. Yeah.
Kurz noch. Ich glaube, das war's. What's wrong? You were all so excited, now your dad's eye? I can't believe this guy. His strength is unreal. He's so scary. We promise we'll stop doing this. Can you please find in your heart to forgive us? Get colorful parasol, whatever. What? Ein Regenschirm? So, we'll be leaving now? It's like they finally learned their lesson. And I hope that was the last time they pulled one of these moronic schemes. Bestimmt nicht. Ich wette, in Yakuza Kiwami 2 werden wir die Typen genau an der Stelle wieder treffen und die wieder dreimal bekämpfen. 15.000 Experience Points. Boah, die haben wir das letzte Mal gesehen für dieses Spiel. Okay, cool. Was haben wir da jetzt bekommen für Equipment? Colorful Parasol. This parasol lights up in 7 different colors. It has the mysterious ability to confuse your enemies in Rainbow Wheel. Okay, das Attack 240, Alter. Müssen wir mal ausprobieren. Das klingt ganz geil. So, aber jetzt wollen wir ja eigentlich die White Edge finden. Okay, ich renn nochmal zurück zum Brown. White Edge gefunden, aber die waren halt so random Dudes. Gibt's auch nicht, die müssen wir ja nicht wieder kämpfen. Kanbeste Kure! Orela war Asobino Zumuri de Itta Takenanda. White Edge no Yatsu ni Kide Kure! White Edge Glass. Wo sind White Edge Guys? So, ich habe am Boden was glänzen sehen, das war was natürlich. Hier sind die nächsten. So, das hier, das hole ich mir jetzt. Obtained Style Boulevard Locker Key Beach. Dann geht's wieder zurück. Ja, zwei Gruppen hinter uns. Sieht bestimmt lustig aus. Ah, lauf! Oh, wo ist denn hier der White Trash? Edge. So, hier, White Edge. In diesen roten Klamotten auch, wie so die Jockeys oder Jocks von der Highschool, von der amerikanischen Highschool irgendwie so, oder College. Alle noch mehr, und sind die alle rot gekleidet. Wir müssen erst die Weißen finden, dann seid ihr Roten da. Das hier ist doch das Gebiet der Weißen. Alle die gleichen Typen wieder da. Dann ist das White Edge-Gebiet. Da sind wieder White Edge. Das sind aber Zufallskämpfe. Gut, dann sind wir schon mal richtig. Those punks, Team Whitey or something, keep acting like they own the whole champion district. They're like cockroaches, except White. Ein sehr überzeugender Hitzer von mir hier. Okay, wir sind in the champion district. I catch a drift. Mit dem brauchen wir nicht noch reden, der führt uns noch weiter in den champion district. So. Ich kann schön hier dieses Haus.
Ja, was ist das? Explosive exit in purgatory, hey? I should go grab some picks to put on the net. Irgendwie eine Anspielung an irgendwas, was wir Europäer nicht verstehen. Zumindest die ohne japanische Kenntnisse. Ist das was Politisches hier? Jamaika? Koalition? Reggae Bar? Oh! Oh yeah, that's my tune. Okay, so viel Spaß gehabt. Wo sind denn die White Heels, Alter? Aha. Da sind die White Heels. Das waren aber nicht die richtigen. Die Blend dann so weit. Hier bin ich doch, du Arschloch. Wie die Leute ärgern kann. Ja, okay, lass uns kämpfen. Vielleicht sind es ja die richtigen. Wir finden dann was raus, vielleicht. Oh. Noch viel Schaden. Das kommt jetzt unerwartet. Das reicht. Squash. Und Schaschlik. Der Sushi? Oh Gott, nicht viel. Oh. Und spuckt jetzt was aus? Nein. Ein bisschen Kohle. Liegt ja noch im Weg rum. Ja, und Champion District hat der Typ doch gesagt. Es ist hier nichts. Das ist wirklich nervig. Kann ich den wieder an. Bleib hier jetzt mal. Ja, was? Peace help me, Obi-Wan. Ja, shit. Das sind hier nur random Encounter. Ja, der hat nichts verschwunden. Und die läuft einfach weg. Nee, wir sind hier falsch. Wir sind halt Leute, die Leute. Das sind halt diese White Edge Gangmitglieder. Die Leute drangsalieren, aber. Geht's nicht weiter mit der Fanstory. Jetzt wollte ich den Typen da im Shirt an hier zusammenschlagen. Gehört aber gleich dazu. Okay, mal aufpassen, dass ich nicht sterbe. Stark. Ausgewichen, ey. Dieser Finishing Blow hat halt sehr große Kraft. Aber mit sehr großer Kraft kommen sehr große Kopfschmerzen. Wie der Typ hier gerade, ne? So, jetzt wollen wir aber mal Haruka finden, ey. Oh, sorry, sir. I won't bother you again. You, thanks here for your help. Slightly better shit. Und fast so. Nichts gebraucht. Okay. Ah, bisschen weiß gekleidet. Ja, nicht ganz. Bist du alt. The Whitehead Gang, or whatever they called, they all hang out in the Champion District. They've been acting like the running players need to put them into their place, eh? Ist ja gleiche Typ, ey. Ach, hier war ich doch schon.
Ist doch niemand. Hier gibt's doch einen Ort, wo wir hin können. Shellac. Gehen wir doch mal hin. Oh, halt ab. Ich bin genug von euch vermöbelt. Zwei Gruppen. Shellac hier. Ich glaube, das könnte der richtige Weg sein. Na gut, wenn wir schon hier sind, trinken wir einen Kibiki. Chapman's Ward Cross Premium Whisky. Krass, sogar mit der Original. Mit der Originalflasche hier und Etiketten und allem. Was sind diese CDs da im Hintergrund? So viel Detailreichtum, das ist so krass. Man kann es zwar nicht lesen, weil die Texturauflösung so schlecht ist, weil das Spiel auch für die PlayStation 3 entwickelt wurde, aber. Das heißt, after handpicking and closely examining aged malt whiskey, this one is blended with major grain whiskey. Considering its superior malt taste, it's no surprise it won a gold medal in global. Taste has a wonderful lingering effect and is often used as a gift. No. Ja, was ist mit den White Hats? Die lungern jetzt hier vor dem Club rum, oder? Nein. Aber hier ist auch keiner, mit dem wir reden könnten bezüglich der Mission. Ja, so wieder raus. Da waren ja alle Tipps falsch. Ach komm, aber. Got some sweet info. Wanna buy it off me? I'll give it for 3 big ones. 30,000 is a steal for the juicy shit. Fuck it. Das hat bestimmt nichts zu tun mit der Main Mission. There's this narrow alleyway in the Chemie District. The vacant lot past the alley is the White Hatch's hideout. It's where the White Gang hangs out. No matter when I've passed by, I've seen one of them guarding the entrance. I wonder what they're doing in there. Are they having parties with just men? Okay, es soll irgendwie eine enge Gasse sein, wo ein Typ steht, der aufpasst. Ja, wir wissen hier. Da müssen wir hin. Da ist keine Gasse, aber rüber. The Gang of White. They call themselves the White Edge. Bring women to their hideout, drinking and partying, and guess they're enjoying their youth while it lasts. What's that? You're looking for a 9-year-old kid? I don't think the White Edge is into that kind of thing. Yeah. Little do you know. Here. Hier ist es!
Was für ein Boy. Oi, oi. Anta nanka yo. Koko wa oji-san no kuru tokoro ja nai no. Kaeri na. Shitappa ni yo wa ne. Leader wo dase. Kotowaru tte ittara? Omaera ga kega wo suru dake da. Omoshire. Yatte morao ja nai. なんだてめえは。はるかはどこだ。ああ、おっさん、わけわかんねえこと言ってんじゃねえぞ、おら。ふう。やんのかこれ。ふざけんなおやじ。やろ。なめやがって。はい。このやじ。ぶっ殺すわ。ユシシラキ。 Also Golfschläger oder Baseballschläger. Eine sehr sportliche Mannschaft hier. Da heißt es, mit der Jugend bewegt sich nicht, aber hier sieht man doch genau das Gegenteil. Engagieren sich sozial. Ein gutes Umfeld. Alles zu geil. Gesellschaftsstudie, Yakuza sagt uns. Alles gut. Oh Mann, ich mach überhaupt keinen Schaden, ey. Komm noch einmal in den Nacken rein, da gibt's aber was. Was hab ich gerade gesagt? Was hab ich gerade gesagt, du Penner? Ja, das hab ich gesagt. Lena. Bei Yamazaki. Nimm das. Nee, nimm das Ding im Boden. Ja. Hier. Das ist auch ein AD in Gaming 6. Games Center 6. Komm, nimm jetzt das Ding. Yeah, Golf Club. Der Golf Club. Oh, nice. Ah, das 6er Eisen ist schon ganz gut. Für die dicken Bock. Oh, ich will es nicht riskieren, Mann. Das will ich jetzt noch abkratzen. Ich bin schnell wieder aufgestanden, was ich dachte. Halt wieder ein Storykampf, ne? Scherz, Alter, was für eine Sau. Ah, der ist aber auch fast down. Einmal schlagen und weg ist er. Boah, Haruka, wo ist er? Wo ist er? Ich weiß nicht. Wir haben Bloody-Eye-Nur-Lenchu-Ni-Sasuwareta-Dage-De. Bloody-Eye? 赤いジャージの連中です。あいつらに聞いてください。どこにいる？劇場前の広場に。デブラっていうクラブが、そこが奴らの、たまり場っす。桐生だ。伊達だ。警察におかしな動きがある。本庁の捜査一課にハルカの捜査依頼があったらしい。
一家にどういうことだ。詳しいことはわからん。ただ遥は誘拐の被害者ってことになってる。東城会とは別の組織が動き出したんだろう。キリュウ、奴らより先に遥を抑えるんだ。急げ。分かってる。Bisschen komisch, weil ich dachte eigentlich, dass die Typen für den Tojo-Clan arbeiten, die ganzen Gangs. Hier ist es ja, die helfen den Yakuza. Oh, es regnet nochmal für die Stimmen. Ich will jetzt nicht wieder hier dumme Schleiger antreffen. Ja, diese White Gang wurde jetzt wohl wahrscheinlich wieder rausgenommen aus dem Spiel. Jetzt sind nur noch die Roten da. Die kamen nämlich nur für diese Quest hier rein. Die sind hier vorher gar nicht rumgelaufen. Mir schon aufgefallen. Aber jetzt bringen wir mal diese Mission hier zu Ende. Ja, okay. Bloody Eye. Das werdet ihr gleich haben. Punch, 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 punch. Wo läuft der denn hin? Geht zur Levelbegrenzung. 416 XP. Ich verspreche euch, im nächsten Part werden wir die ganzen einlösen. Zumindest einlösen, was wir einlösen können und was Sinn macht. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass wir eh schon am Ende sind von der Zeit mal wieder. Und wir wollen nicht immer so super lange Teile machen. Deswegen werde ich jetzt hier an der Telefonzelle. Wir wissen natürlich, dass wir jetzt auch, dass wir freispeichern können. Werde ich jetzt mal speichern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Das heißt morgen, wenn alles gut geht. Mit Yakuza Kiwami. Würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Und hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.